Wow, okay, das klingt wahrscheinlich abgeschnitten. Egal. Ein Safe Point. Yay. Mann, für ein Industrieviertel ist hier verdammt viel kaputt. Du dienst uns und... Mein Gott, die... So. Schon öffnen sich uns Tür und Tor. Irgendwas Interessantes? Wir haben so lieb geholfen, die darf leben. Na komm, jetzt... Hebel. Yay. Da haben wir jetzt voll das Krasse mit ausgelöst. Ah, wir haben das Fließband angehalten und für was aufgemacht. Okay. So, du bist gefeuert. Gut, wir können also hier zurückgehen und... Ah, aber dieses Fließband können wir, glaube ich, jetzt weiter, oder? Ah nee, weil das hier geht's weiter. Ah, okay, ja. Hier. Ich muss die Koordination erfahren. Oh, Mann. Oh, oh, oh. So. Mal gucken, wir drücken mal wieder aufs gerade wohl Hebelchen. Irgendwas lösen wir schon aus. Okay. Was wieder als auslösen, weiß ich nicht. Scheinbar haben wir dieses Ding jetzt angeworfen und kommen jetzt durch die Türen dort hinten. Soll mir recht sein. Und der Hebel hier macht wirklich nichts. Ja, scheinbar ist ein Zweck schon erfüllt. Lass mich in Ruhe. Ja, lass du mich in Ruhe. Du stehst mir im Weg. Komm im Weg schon. Was passiert, wenn wir jetzt hier auf den Gleisen stehen? Aha. Wir sind kompakter als du. Ach ja, den Regen. Der lebt ja auch noch. Naja, was soll's. Dieser listige Ich bin am Lebenszustand kann ja behoben werden. Aber ganz schnell. Supi, und wir kriegen eine neue Waffe. Besser gesagt, eine wieder frische Waffe. Okay, wir sehen uns um, Der dreht das Rädchen und da er es dreht, ist es für uns nicht wichtig. Weil wenn er es drehen kann, ist es ja einfach nicht wichtig. Okay, dann fallen wir jetzt brav im Rücken, wie ich das gehört. Oh, an das selbst erinnere ich mich sogar, glaube ich, noch. Wenn er jetzt erstmal tot ist. Ja, wenn er tot ist, na also. Gott, stehen die oft auf. Ja gut, wer so viel Blut in sich hat. Okay, und zwar dürfen wir jetzt dieses Ding hier auf die Gleise schieben und einen von diesen netten Wägen starten. Ja, die dürfen aber nicht runterfallen. Ach ja, und die müssen wir noch wieder wegschieben. Denn die haben ja so eine nette Bombe, diese hübsche Bombe da geladen. Ich sollte öfter weniger nett sagen. Ich verfalle so sich an den Schemata. So. Jetzt fährt's los und fährt los und fährt los. Steht da jemand auf den Schienen? Das macht Sinn, das ist super. Nein, der ist nicht kompakt genug. Und... Türen öffnen leicht gemacht.
Oh, die hat so ein... Da ist wohl ein paar Leute ein ganz klein bisschen zerstückelt. Was wohl nicht meine Absicht, ist aber eine Tabonus. So, wo Nebel ist, da sollte man sich auch verstecken. Und das ist da, Leuchterrüstung. Zur Leuchterrüstung sucht mal wieder. Stirb, Teufel! Hast du es mitgekriegt, wo man sind? Das ist sogar viel zu gut. Ja! Das wird auch wieder ein schön kurzer Kampf. Ja! Bei dem ich ein bisschen aufs Maul bekomme. Vorüberhüpfen. Hui. Ich verstehe sowieso nicht, wieso hier in diesen ganzen Höhlensystemen so viele Wachen postiert sind. Ich sollte ja wohl kaum hier irgendwie hergelangen. Ja, da steht ja nochmal auf. So. Jetzt bleibt er liegen. Kurz prüfen. Ach, noch Massenhaftzeit. Oh, schön. Ah, wo müssen wir hin? Da müssen wir lang. Da. Ah, einfach geradeaus. Yay, Wissenskiste, hat sich schon mal gelohnt. Das schief. Okay, ich glaube, da steht unser Bosskampf bevor. Ja, wie vor jedem Bosskampf werde ich hier einen Schnitt machen und ein komplett neues Video dabei anfangen. Also, bis gleich.